guten Morgen und willkommen zur dieswöchigen Ausgabe der Tourismus Namibia Internet Show. Wie gesagt, immer auf Facebook. Mein Name ist Frank Steffen, wie Sie sehen können, und ich bin der Redakteur der Allgemeinen Zeitung und natürlich des Tourismusmagazins Tourismus Namibia. Willkommen, wie gesagt, in einem sehr kalten Windhoek. Also wenn Sie zufällig diese Show von Deutschland aus verfolgen, dann geht es Ihnen natürlich einiges besser. Aber hier ist es tüchtig kalt, also was natürlich auch nötig ist, denn wir sind ja nun mal ein Land, in dem Moskiten und was weiß ich alles sich im Sommer breit machen und im Winter dann eben durch solche Kälte eben weniger werden. Aber das nur am Rande. Ich hoffe, ich kann Ihnen auch heute wieder eine interessante Show präsentieren. Wir machen natürlich wie üblich, fangen wir an mit den Topics, also den Themen der Woche. Dann haben wir die Destinations, also Urlaubsideen. Und dann ganz zuletzt noch to the point, wo wir Ihnen dann wieder ein Interview bereitstellen. Also ich hoffe, es wird für Sie interessant. Als erstes haben wir jetzt die Topics, aber bevor wir die natürlich uns ansehen, gucken wir nur schnell, wer unsere Rechnungen zahlt. Zurück. Und ja, wie gesagt, in dieser Woche haben wir Ihnen auch wieder drei Themen rausgesucht. Zuallererst haben wir also, was beschrieben wird als humanitäre Katastrophe, Covid-19, ist natürlich im Moment das große Thema hier in Namibia. Wir haben halt wirklich Hilfe nötig. Und das Interessante war, dass 250 Ärzte, Politiker, Professoren und sonstige einflussreiche Personen aus Deutschland, aber auch hier aus Windhoek, gemeinsam eine Petition an die deutsche Regierung geschickt haben. Und da geht es eben dann ganz einfach darum, dass sie um Hilfe bitten. Namibia ist einfach der Situation nicht gewachsen. Wir sitzen mit dem Problem Covid-19. Die Leute sterben. Hier im Bild übrigens sehen Sie ganz links Netumbo Nandi Ndaitwa, das ist unsere Außenministerin, also die namibische Außenministerin. Dann haben wir Herbert Beck in der Mitte. Das ist der Botschafter hier in Namibia, also der deutsche Botschafter. Und Sinica Antila ist die EU-Botschafterin in Namibia. Und die sind natürlich dabei gewesen, als jetzt dann prompt auch schon Hilfe ankam. Man muss aber dazu sagen, dass der Hilfeaufruf von diesen 250 plus Leuten, die da eben sich an die deutsche Regierung gewandt haben, dass dieser Hilferuf eigentlich in einer Zeit kam, als die Antonov, die Sie da eben auf dem Foto sehen konnten, im Prinzip schon unterwegs war. Das war so ein Fall von, ich sagte schon gestern, ein 30-Tonner, der 2 Tonnen ablädt. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass dieses Flugzeug natürlich erst in Accra zwischengelandet war, in Ghana, und schon sehr viel abgeladen hatte. Also wir waren das Endziel des Fluges. Und das ist allerhand, was da an Bord war. Eine Spende aus Deutschland von 500.000 Gesichtsmasken, 300.000 Kitteln, 20.000 Schutzbrillen, 60 Pflegebetten und 40.000 Antigentests. Also das ist schon allerhand. Und vor allen Dingen ist das der erste von 3 Flügen. Es ist dann am Ende so, dass die deutsche Regierung wohl in der kommenden Woche nochmal ein weiteres Flugzeug schicken will, sogar 2 weitere. Und da kommt dann richtig nochmal was zusammen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Aufruf von diesen Leuten, der jetzt eingegangen ist, das ganze Ding noch sehr viel interessanter macht. Ja, und dann haben wir natürlich Dr. Kalumbi Shangula, das ist unser Gesundheitsminister. Und er sprach regelrecht von einem emotionalen Moment. Und ich kann mir das schon ein Stück weit vorstellen. Das ist im Moment nicht ganz einfach für ihn. Das ist ganz einfach so. Der Dr. Shangula ist sicherlich einer von den Menschen, die im Moment am härtesten mitarbeiten. Und das ist einfach
Er mag nicht immer alles korrekt gemacht haben in der Vergangenheit oder der eine oder andere hat ihn kritisiert. Ich muss ehrlich zugeben, als Redakteur der AZ habe ich auch manchmal meine Bedenken gehabt, über wie wir vorgehen. Tatsache ist, was ich auf jeden Fall als Journalist sehen kann, ist, der Mann müht sich unwahrscheinlich ab und arbeitet auch sehr, sehr hart. Und da wäre es ihm schon zu wünschen, dass er und sein Team langsam richtig auf den Weg kommen. Ich denke, manchmal ist das Problem auch, dass man von dem Minister was erwartet, was er mit den Finanzen, die ihm zur Verfügung stehen, manchmal einfach nicht möglich ist. Und so ist es eben sehr einfach, immer zu kritisieren. Es ist noch wieder was anderes, um dann eben zu sehen, dass man das auch in die Tat umsetzt. Und da kann ich also, ich hoffe ihm und natürlich all den Krankenschwestern, Ärzten und Medizin, also alle aus der Industrie, aus dem Gesundheitswesen, muss ich sagen, hoffe ich schon, dass es einfacher wird in den kommenden Tagen und Wochen. Wir scheinen so ziemlich über den Punkt zu kommen jetzt, aber momentan ist es wirklich noch ein Riesenproblem. Ja, das war Covid-19. Als nächstes haben wir das Thema Recon Africa. Und bei Recon Africa ist es eben so, dass die in der vergangenen Woche dann, also zum Ende der vergangenen Woche, plötzlich die Erlaubnis bekam, also die Genehmigung kam, ihre seismischen Aufnahmen jetzt durchzuführen, da oben im Kavango. Und was wiederum erstaunlich ist, dass diese Sachen dann so klammheimlich auf der Internetseite des Ministeriums für Umwelt und Forstwirtschaft und Tourismus einfach veröffentlicht wird. Da kommt dann kein großes Kommentar, da war keine Presseerklärung, niemand wurde angerufen oder irgendwie eingeladen zu einer Ankündigung. Das wurde klammheimlich gemacht und das ist ja genau das, was uns als Medien bisher so stört. Die Transparenz fehlt da total, da wird einfach nichts gesagt. Und was das Schlimmste daran ist, dass eben diese Genehmigung jetzt, also dieses Umweltzertifikat jetzt herausgegeben wurde. Und als wir dann wissen wollten vom Umweltkommissar Muffetti, wie das jetzt ist, wo wir eine Erklärung finden, worauf er diese Entscheidung basiert, das konnte er uns nicht geben. Er hat uns dann versprochen, das uns zukommen zu lassen, aber das scheint nicht so schnell zu gehen, denn es wird wohl deutlicher denn je, dass man eben diese Erlaubnis erteilt hat, obwohl man sich gar nicht groß Gedanken gemacht hat, wie das nun genau funktioniert. Und warum das in meinen Augen eine Schweinerei ist, und ich gebrauche bewusst das Wort Schweinerei, ist, weil man einfach hier in einer Situation sitzt, wo Recon Africa in ihrer Umweltverträglichkeitsstudie ganz, ganz deutlich ausdrückt, dass der Sinn dieser seismischen Aufnahmen darin liegt, dass man am Ende, was sie nennen, unconventional oil produzieren will. Unconventional oil, also unkonventionelle Förderung, kommt dem Fracking gleich. Und das ist ein wirkliches Problem. Darum geht es ja mal auf mal. Denn beim Fracking ist in Abstand von allen paar hundert Metern bis maximal einem Kilometer, werden jedes Mal neue Löcher geschlagen. Und das ist natürlich, das Resultat kann man in Colorado und Texas und sonst wo sehen. Und habe ich Ihnen ja auch schon öfter bei dieser Show vorgeführt. Interessant war, dass ich eben mit Viceroy ins Gespräch kam. Und ich will im Moment noch nicht den Namen nennen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob der Mann seinen Namen veröffentlicht haben will. Ich hatte ihn eingeladen, auf der Morgenshow von uns mitzumachen. NMH bringt ja jede Woche, an jedem Wochentag, muss ich sagen, morgens um 7 Uhr die Show Africa Good Morning. Und da werden wir den hin einladen und werde ich ein paar Fragen vorbereiten. Und hier ist der Clou. Viceroy hat sofort zugesagt, wogegen Recon Africa ist jetzt schon wie lange in diesem Land zugange und wir als namibische Medien haben keinen Zugang zu denen. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, mal Fragen zu stellen. NBC, ja, die haben dann zwischendurch voraus aufgenommene Aufnahmen, die werden dann eben abgespielt, aber auch da werden keine Fragen gestellt. Und das ist eben das Problem, denn wir sitzen hier ja wirklich mit der Situation, wo wir wissen, dass dieses Fracking am Ende kommt. Recon Africa ist diese Woche gerade hingegangen, also jetzt die vergangenen Tage, und hat erneut bestätigt, dass
nichts von zwei Bohrlöcher oder drei Bohrlöcher, wie wir schon öfter moniert hatten. Jetzt ist schon ein viertes am Kommen und das soll schon im November anfangen. Und dann in absehbarer Zeit 2022 sollen auch noch Nummer 5 und 6 gebohrt werden. Also werden wir nicht nur angelogen von Recon Africa, wir werden auch von unserer Regierung angelogen. Denn die hatte laut ihrem Vertrag ursprünglich nur 2 und dann waren es angeblich 3 Löcher abgemacht. Also, und das sollte dann in meinen Augen auch eingehalten werden. Ferner geht Recon Africa hin und gebraucht angeblich Equipment, das nur für eine Tiefe von 2000 Meter geeignet ist. Aber sie vermuten, dass das Ölvorkommen, nachdem sie suchen, in einer Tiefe von 3500 Meter liegt. Also egal, was bis jetzt passiert, wir hören uns immer andauernd so Halbwahrheiten und ich will manchmal sagen direkte Lügen an. Und das macht einen nervös, wenn man das auf Dauer mitverfolgt. Ja, und wie gesagt, Viceroy hat sofort Ja gesagt. Werden wir mal sehen, was am Montag dann dabei rauskommt. Ferner interessant ist auch unsere Elefanten. Denn Recon Africa ist dann zum Beispiel hingegangen und meinte dann, nee, sie würden jetzt alles richtig verlaufen lassen. Also das wird jetzt so eingerichtet, dass man arbeitet, ohne die Elefanten zu stören. Hier ist schon wieder diese Halbwahrheiten, von denen ich spreche. Auf der Thule-Konferenz hier in Windhoek vor knapp 4-5 Monaten haben sie behauptet, es gibt dort keine Elefanten. Ja, dann warum muss ich mich denn dann um Elefanten kümmern? Dann haben sie immer behauptet, das wäre kein ökologisch sensibles Gebiet. Aber jetzt sprechen sie von einer Sensitive Area, also in der Gegend, wo Elefanten sich aufhalten, in der Sensitive Area. Soll es ja angeblich nicht gegeben haben, aber jetzt gibt es sie halt doch. Und dann hier kommt der Clou, dann dieses, wir würden nicht nachts arbeiten, denn wir wissen, dass Elefanten sich nachts unterhalten. Das ist ja toll. Ich weiß nicht, woher die das wissen, denn die belegen das nirgendwo wissenschaftlich. Also wir wissen, dass Elefanten sich auf jeden Fall anhand seismischer Wellenlängen bedienen, um miteinander zu kommunizieren. Das ist Tatsache. Aber wir wissen auch, dass sie nur 2 Stunden schlafen am Tage. Das heißt, ob nachts, ob Tage, die kommunizieren miteinander. Es geht darum, auf Gefahren hinzuweisen, bleib weg von dieser oder jener Stelle. Es geht um Nahrungsmittelsuche, es geht um Wassermangel bzw. keinen. Und es geht natürlich um die Kommunikation bei der Suche nach Partnern und auch die Herden, die sich in der Nähe aufhalten. So, ich weiß nicht, wo die an solchen Stuss kommen, denn das ist wirklich, was es langsam ist. Sie würden nur nachts miteinander kommunizieren. Ich meine, man staunt manchmal, für wie blöde wir verkauft werden sollen. Da gibt es kein anderes Wort mehr. Und so ist das interessant. Da werden wir uns ja am Montag dann mal anhören, was Viceroy zu sagen hat. Und für diejenigen von Ihnen, die dann eben nicht da zuhören können, Africa Good Morning, wie gesagt, immer jeden Morgen um 7, da gehen wir dann hin und bringen Ihnen dann das Ganze nochmal. Ich denke, wir werden da einen kleinen Zusammenschnitt machen in der kommenden Woche, damit wir das auf dieser Show noch machen. Aber genug davon. Als nächstes haben wir dann noch ein Video für Sie bereit. Sie werden sich erinnern, dass ich vor etwa 3 Shows hatte ich einen Kudu mit dabei. Und dieser Kudu, der stritt sich immer um die kleinen Biscuits und so weiter, die der Farmer da hatte. You can come back to me. Okay, Matthias war da so ein bisschen am Schlafen. Das ist halt, was manchmal bei meiner Live-Show halt vorkommt. Wie gesagt, wir hatten den Kudu mit dabei, wo, Sie werden sich erinnern, der dann immer so die Zwiebäcke da vom Tisch runtergefummelt hat. Und da dachte ich, Mann, warum nicht? Wir können ja auch mal gute Nachrichten zwischendurch bringen und haben Ihnen nochmal so einen ähnlichen Clip für heute mitgebracht. You got a friend in me. You got trust. I got him too. There is an ending I wouldn't do for you. We stick together, see it through. You got a friend in me. Wish you got a friend in me. Some of the folks might be a little bit smarter than I am. Bigger, stronger too. Maybe none of them will ever love you. Yeah,
We're gonna seize our destiny. You got a friend in me. Yes, you got a friend in me. Yes, you got a friend in me. Ja, ich kann mich als Kind immer daran erinnern, wenn Leute mir erzählt haben, dass afrikanische Elefanten nicht gezähmt werden können. Es kommt ja immer darauf an, was man als gezähmt akzeptiert. Also ich bin immer der Meinung, ein Zirkuselefant braucht er ja nicht werden. Also dafür sind die indischen Elefanten sicher eher geeignet gewesen. Aber ich finde es doch schon irgendwie schön, wenn man so zwischendurch so ein wildes Tier sieht, das ja trotzdem irgendwo wild bleibt. Ich meine, es gibt ja nur einige Bücher über sowas, aber wenn man dann sowas mit dem Hund sieht, dann weiß man ganz genau, dass er wahrscheinlich mit dem Hund aufgewachsen ist. Und denn das machen wird ja oft gemacht. Und ich finde solche Aufnahmen immer zwischendurch toll. Ich weiß, es wird Leute geben, die sagen, das gehört nicht zusammen, aber es ist halt mal was anderes. So, als nächstes haben wir die Destinations und werden uns dann so ein paar Urlaubsideen ansehen. Ja, wie ich schon angedeutet hatte, immer mal wieder wollen wir von unseren Kollegen Beiträge erhalten, weil ich ihnen nicht immer ständig das erzählen will, was meinem Geschmack entspricht. Und meine Kollegin, die Steffi Balzer, die hat das ganz anders gemacht. Also ist meine Kollegin von der Allgemeinen Zeitung. Die hat das dann so gemacht, dass sie sich mal mit ihrem Vater unterhalten hat. Der ist nämlich der Manager von Hotel Thule. Und das sehen Sie hier vielleicht nicht so ganz deutlich gelungen. Auf der ganz rechten Seite sehen Sie so einen kleinen blauen Punkt, den ich da eingezeichnet habe. Das ist Hotel Thule. Und zwar ist das in kleinen Windhoek und von unserem Studio aus entfernt ist das gar nicht weit. Das ist hier knapp einen Kilometer hoch den Berg. Auf der linken Seite diese Straße, die Sie da sehen, das ist die Nelson Mandela Avenue. Also die geht ja da in Richtung Joe's Beer House dann vorbei. Aber in diesem Falle würden Sie dann eben da rechts abdrehen. Da sehen Sie diese roten Dächer. Das ist, daneben sind die Lalapanzi Flats und da würden Sie dann nach rechts abdrehen, hoch den Berg und würden über einen Umweg dann eben zu Hotel Thule kommen. Warum über einen Umweg? Weil es halt oben am Berg liegt. Wunderbare Aussicht. Aber gucken Sie sich das Video selber an. Good morning, everybody. Let me introduce you Hotel Thule to you. The building was built 1960 by Mr. Lafrenz. This was a private mansion. About 16 years ago, it was bought by Mr. Egerer and then transferred into a hotel. Our location is very attractive with the best view in town. We've got an a la carte restaurant as well as a terrace with also the view very attractive. We've got 25 rooms. Accommodation rooms, and then obviously we can also offer conferences and functions. Some of our facilities we can offer is a private pool. We obviously also have room service, and then the On the Edge restaurant, we cater like an upmarket nouvelle cuisine, and on the terrace it's a little bit more informal. Now, as I've mentioned before, our location is really attractive. We've got a very, very good view. Due to the fact that we are a small establishment, we believe and can cater a very personal service. So our guests always say they are so glad to come home again, back to Hotel Thule. So this is a home from home situation. And in our days, nowadays, that is a very attractive feature.
Ja, ich denke, wenn Sie die Hotel Thule noch nicht kennen, dann wird es Zeit, denn ich war schon öfter da und ich kann Ihnen wirklich bestätigen, dass, dass man da gut essen kann und dass die Zimmer tatsächlich so schön sind, wie sie da auch aussehen auf der Aufnahme. Aber davon abgesehen, Wolfgang Balzer ist wirklich so erlebt für diesen Beruf und deswegen, man wird da wirklich auf Händen getragen, man kann da wahnsinnig gut essen gehen, im Winter genau wie im Sommer, im Winter haben sie dann halt den Kamin drin an und im Sommer ist es natürlich herrlich, wenn man da oben auf dieser Veranda sitzt, da ist immer eine kleine Brise, zumindest kann man dann da gut sitzen und ja, die Aussicht, die spricht für sich selbst, das ist einfach so und ja, wie gesagt, das kann man, das ist empfehlenswürdig, absolut. Also Hotel Thule haben wir auch schon von der Firma aus hin und wieder uns getroffen und gemacht und getan. Also wir können da wirklich das Ding empfehlen, ohne uns da irgendwie hervortun zu müssen. Oder davon mal abgesehen, das muss ich vielleicht immer wieder betonen, diese, wenn wir solche Sachen bringen, die werden nicht bezahlt. Das hier, das Tourismus in Namibia, das Magazin und auch wir in dem Sinne versuchen eben den Tourismus zu fördern. Das geht also nicht immer darum, wie viel wir jedes Mal zur Bank tragen können. Diese Aufnahmen sind dann wirklich Eindrücke, die wir uns selber verschaffen und die wir Ihnen dann näher bringen in der Hoffnung, dass Sie Gefallen dran finden und vielleicht sich diesen Standort mal aussuchen. Das gilt nicht nur für Thule, sondern eben alle möglichen anderen Lodges und Gästebetriebe, die wir Ihnen in der Vergangenheit hier vorgeschlagen bzw. vorgestellt haben. Ja, und dann als nächstes haben wir natürlich die Katamaran Charter Tours. Das hier ist jetzt deren, also einer von den Katamaranbooten, die sie haben, wo sie dann diese sogenannten Dolphin and Seal Sailing Crews haben. Das sind dann also Delfine. Es geht um die, ja, hoffentlich die Beobachtung von Delfinen und eben Seehunden. Aber am Ende ist es wirklich so, das waren die Leute, Sie werden sich daran erinnern, der Tiernis Kilder war neulich Teil der Show, wo er mit der neuen Idee kam, statt Self-Drive-Tours, also in die Wüste zu machen, hat er das dann so eingerichtet, dass er Gäste eben in die Namib fährt, was natürlich für viele eine tolle Idee ist. Ich zumindest finde es eine gute neue Idee, denn bis jetzt gab es das nicht. Und da hatte ich ihn dann gebeten, mir mal zwischendurch zu berichten, wenn er was Interessantes sieht. Und hier sehen wir dann halt das Büro rechts in der Straße. Das ist, glaube ich, die 12. Straße in Walfischbay. Also die Büros in der Stadtmitte und dann natürlich der Anlegeplatz am Kai. Also da ganz links sieht man ihn, das ist gleich beim Yachtclub da in der Nähe. Ja, und das ist natürlich eben wichtig insofern, dass man wenigstens weiß, wo man sich oder an wen wenden soll. Wie gesagt, Hans Kölder, der war schon öfter jetzt mit hier auf der Show dabei. Und diesmal schickt er uns einige Fotos zu und einen kleinen Videoclip, denn er hat in dieser Woche jede Menge Wale zu sehen bekommen. Aber gucken Sie sich das Ding selber an. Hi, this is Jens Kilder of Catamaran Charters. Yes, over the past week we've had a whale of a time with the humpback whales in the Bay of Walfish Bay, so to speak, with on any given morning, we've had up to 15 whales jumping about on our daily morning cruises. By the way, the humpback whales need to reach pretty much their top speed of 30 kilometers an hour to clear the water like that. Why they do that? That's still a bit of a mystery. Might have to do with communication and attracting other whales, but maybe it's just out of sheer joyfulness. So in this crazy world, nature at least is still continuing as normal, being glorious. Ja, wenn Sie mal wieder in Walfischbay sind, sollten Sie sich das vielleicht mal überlegen, so an so einer Tour teilzunehmen.
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon da auf dem Wasser war und das ist immer jedes Mal unwahrscheinlich, wenn man diese Tiere erlebt. Das ist schon beinahe so ein bisschen unheimlich anmutend, weil man immer sich darüber im Klaren ist, dass sie teilweise unter dem Boot durchflitzen und wir das gar nicht erst wissen. Naja gut, der Wal flitzt nun nicht unbedingt, aber die Delfine allemal und auch die Seehunde sind da immer recht aktiv. Aber wie gesagt, Wale, ja, das ist ja nun nicht jeden Tag, dass man so ein Riesenviech sieht, wie das aus dem Wasser springt. Deswegen hatten wir auch heute diesen Background da also ausgewählt. Das ist schon ein einmaliges Foto. Ja, das ist, wie gesagt, Jens Kilder, die Katamaran Charters. Also könnten Sie sich ja mal überlegen. Und das bringt uns ans Ende der Destinations. Als nächstes haben wir To the Point. Ja, heute haben wir mal was anderes dabei und zwar hat das ganz einfach damit zu tun, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal oben an der Skelettküste hochgefahren ist und dann weiter hoch, dann kommt man ja wieder ins Kauko-Feld zurück. Aber was viele Leute nicht wissen, ist Skion. Skiona muss ich sagen, nicht Skion. Skiona ist also so ein Wortspiel zwischen der Skelettküste und dem Iona-Nationalpark in Angola. Und das befindet sich oben im Nordwesten. Wir haben ja nun bekanntlich in Namibia haben wir diese transnationalen Naturschutzgebiete mittlerweile unten im Süden, wie Sie wissen. Ja, da ist alles bis rüber nach Südafrika, ist ein Riesenpark. Dann haben wir oben den Khasa zum Beispiel. Da haben wir ja auch dieses, wo wir oft schon drüber geredet haben, Khasa, der Park, der eben zwischen Angola, Namibia, Botswana, Zimbabwe und Sambia entstanden ist. Und dann haben wir eben diesen Skiona, der ist zwischen an der Nordwestseite, also Kaokofeld rüber, so wie sich das halt fortsetzt, die Namib da rüber auf der Angola-Seite. Und da, wenn man in dieser Gegend fährt, dann muss man meistens sich um ein spezielles Telefon, also ein Satellitentelefon kümmern, denn man braucht es ja im Falle eines Falles. Und jetzt ist ganz interessant, Deutschen hier im Lande besser bekannt, der Gerhard Werner, der war jahrelang bei der Telekom, weiß ich, als Techniker und also qualifizierte Fachkraft. Und der ist jetzt Teil von QCon, nennt sich das. Und der hat sich mit Yolanda Nell unterhalten, das ist eine Kollegin von uns, über die sogenannten 2B-Satellitenverbindung. Aber gucken Sie sich selber das Ding an. Good morning, viewers. Today I'm talking to Gerard and he's from QCon. Thank you so much for having me. Pleasure, pleasure. You're welcome. Can you quickly tell us, you created the 2B. Can you tell us what that is exactly? The 2B is actually a satellite service which is reliable. It is affordable, where previously, especially satellite services, the pricing was outrageous and nobody could afford it. This provides you with an internet service at any time, internet, Wi-Fi, at places where there's no communication coverage. You just answered my next question as to why this is so important, but you also had a project up north. And the results were fantastic. Can you tell us about that? We got a project which is Siona, which basically is for the communities right up north in the northern parts of Namibia, where they want to give the community a chance to physically assist them with the managing of game life and also cattle and so on. And I don't know if you people know marine floors, there's no communication, there's no power, there's actually nothing. It's so for them, it's the first time where they can go to a central point around marine floors. There's an office which suddenly offers them
internet, there's a camera, there's everything where people even from Windhoek can monitor what's happening there. But the locals suddenly can make a WhatsApp call, they can physically go onto the internet, they can see what's happening, and they can see what's happening on the Siona project. You just showed me a WhatsApp or a message before we started the interview. That is amazing to see. They are so ecstatic about being able to communicate. Yeah, you must remember for us, as we're sitting here, we got everything. We got WhatsApp, we got Facebook, we got telephone service. Up there, they got nothing. So suddenly they're in reach where they can go onto the internet, they can speak to people over something through the air, and they connected. They connected. You know, there's nothing like being off the map. What makes the tour be so unique? The new product, the Epic product, actually makes that you can get. It's a design solution for you. It gives you certain bandwidth packages, and it gives you basically. It's affordable packages which you can set up as what your needs are, and it gives you a bandwidth per day. You will physically have bandwidth available. When that bandwidth is used up, it goes slower, but you never totally cut off. And by midnight, it physically resets, and then the counter starts for the new day. But from midnight until 6 o'clock, any data that's sent or received is basically free. So your counter only starts again at 6 o'clock the morning. So it gives you basically data and Wi-Fi and all those services at the tip of your finger. And this was also tested now during the ultra marathon in the desert. Yes, those people, they were moving all the way from Sossusvlei to Erindi. And they were running basically during the day. Every night they had to make a backup. They spoke to their families, they spoke to the sponsors and so on. And they physically gave some photo shootage as what they were running and so on. So it didn't matter where they were camping. They had a portable solution which they put onto the table. It's 60 centimeters by 60 centimeters. They had it in the car, they put it up. It's so easy, you can put it up by yourself. You don't need a technical expert. You physically put it up, you move it, you turn it, it connects, and you connect it. Harald, thank you so much for your time, and thank you for telling us your story. Pleasure, you're always welcome. Viewers, we'll be back shortly. Ja, willkommen zurück. Und das war natürlich dann Gerd Werner. Ich denke, das ist eine sehr interessante Entwicklung. Ich finde es auch schön zu sehen, wie unsere Leute eben so ein bisschen aus der Box, wie man so schön sagt, denken. Übrigens, wenn er so sprach von den Leuten da oben im Nordwesten, dann sprach er von den Ovahimbas. Und das Problem ist ja immer dies, dass wir das alle so schön finden, wenn wir die Ovahimbas noch immer vorfinden in dem alten Stil, will ich mal sagen, wenn sie ihre traditionellen Lebensgewohnheiten beibehalten. Man muss da aber eigentlich ein bisschen Realist sein auch. Diese Leute wohnen wirklich in sehr, sehr harten Gegenden und versuchen natürlich den Anschluss zu schaffen zum Rest des Landes. Das heißt, wir brauchen Kommunikation, wir brauchen bessere Straßen. Ja, natürlich, ist schön, 4x4-Tour und alles, was dran ist, ist natürlich herrlich. Ich bin selber jemand, der das wahnsinnig genießt. Ich versuche dann aber, mich immer in die Situation zu versetzen von diesen Leuten, die da ja wirklich teilweise noch sehr primitiv leben. Und wir entschuldigen das dann immer gerne mit traditionellen Lebensgewohnheiten. Es ist ein sehr, sehr hartes Leben. Und ob wir
das nun mögen oder nicht, ich denke, auf Dauer müssen wir uns damit abfinden, dass diese Leute es verdient haben, diesen Anschluss zu schaffen. Und da gehören dann solche kleinen Ansätze mit dazu. Da gibt es für mich keine Frage. Es ist ja nicht nur für mich etwas zum Ansehen, sondern ich gönne diesen Leuten, dass sie Teil, genau wie alle anderen Namibier, am Ende den Anschluss schaffen, nicht nur an die restlichen Namibia, sondern eben auch an den Rest der Welt. Ja, das nur so am Rande. Das war dann heute to the point, was das Interview als solches anbetrifft. Wir haben dann Ihnen aber noch was mitgebracht, und zwar die Christine Krüger. Das hatten wir schon mal vor einiger Zeit. Namibia von der Grenze ist natürlich ein bisschen mehr ausgerichtet auf die afrikanisch sprechenden Leute in Namibia. Und ein Stück weit wahrscheinlich auch auf Südafrika ausgerichtet, spielt aber keine Rolle. Wenn Sie ein bisschen Holländisch verstehen, beziehungsweise wenn Sie aus Namibia sind und eben des Afrikaansen mächtig sind, dann dürften Sie diesen kleinen Clip auf jeden Fall auch genießen. Hallo en welkom. In vandag se episode van Namibia sonder grense is ons terug in Amerika en ons gesels met Tonya Ruwerda wat in 'n klein dorpie in Virginia opereer. Sy gaan ons ook meer vertel van haar reise na Nashville en New York. Soos julle weet, woon ek in Houston en my verloofde speel professioneel rugby. Sy span het verlede naweek hulle laaste tuiswedstryd van die seisoen gespeel en ek moet sê, deur die loop van die jaar was hulle tuiswedstryde 'n hoogtepunt vir my gewees. Dit is ongelooflik om te sien hoeveel Amerikaners opdaag en wat 'n atmosfeer hulle skep, veral omdat rugby hier nog relatief nuut is. Hulle het iets wat hulle noem tailgate, waar hulle 3 ure voor die wedstryd begin in die stadion se parkeerarea kos maak en kuier tot die wedstryd begin. Maar hier is 'n kort video om vir julle te wys hoe rugby hier in Amerika lyk. En ek is gebore in Windhoek, Namibia. In Oktober 2020 het ek 'n groot besluit gemaak om te gaan au pair in Amerika en my hele lewe agter te laat. Ek het vir 5 jaar by 'n wonderlike kleuterskool gewerk, Pikkie Paradise, en ek my liefde en passie vir kinders net 'n stapie verder gevat. In Februarie 2021 het ek verhuis na my tydelike huis in Amerika, in 'n staat Virginia, in 'n klein dorpie Aldie, is waar ek tans woon by 'n pragtige familie met 3 baie oulike kinders. Was dit 'n maklike keuse? Glad nie. Was dit die beste keuse vir my? Verseker. Om te hou hier was nog altyd my droom. Om te sien hoe Amerikaners hulle kinders grootmaak en om by 'n ander familie te woon, anders as my eie, was tot dusver nog net 'n wonderlike tyd. Alles is anders. Die mense, die kos, die kultuur en die lysie gaan aan. Ek staan steeds bety daarop en dit voel regtig soos 1 groot droom. Jy bestel inkopies aanlyn en binne 24 uur lewer hulle dit by te jou deur af. Om eerlik te wees, weet ek nie eens meer hoe die binnekant van 'n winkel lyk nie. Ek verlang my mense, die natuur, die plaas en genade, nie eens om te praat oor 'n behoorlike braai of biltong, of droewors, of nog beter, 'n garagebaan. 'N maand na ek in Amerika gekom het, het ek Nashville toe gegaan vir die tweede keer, en dit het weer soos die eerste keer gevoel. Nashville is geken as the city of music. In elke liewe kroeg
sing een persoon beter as die ander. Die kroegte is in downtown Nashville, of dit is hoe die mense dit ken. Maar ek sê weer, die een persoon sing beter as die ander. Ek was New York toe, en ek het gevoel asof ek in 'n fliek was. Alles wat ek in flieks gesien het, het ek eershands beleef. New York is definitief 'n stad wat nie slaap nie. Ek myself oor 'n mik geloop, maar dit was regtig 'n droom wat waar geword het. Jy ry met 'n trein van die een plek na 'n ander, jy eet kos, jy eet puddings, dis regtig waar, dit raak net beter. New York is regtig 'n stad wat 24 uur, 7 dae week besig is, en 3 dae vakansie was behoorlik genoeg vir my gewees. COVID hier is onder beheer, so ons hoef nie meer maskers te dra nie, en jy mag weer reis. Daar is winkels wat het nog vereis vir jou om 'n masker te dra, maar as jy jou inentings het, kan jy 95% normaal funksioneer. Ek het regtig die tyd van my lewe, maar my hart sal vir altyd aan ons mooie land Namibia oor. Baie dankie aan almal wat gekyk het en 'n spesiale dankie aan almal wat ons gekontak het met name van Namibiërs in die buiteland. As daar nog van julle is wat weet van Namibiërs wat oor see bly en werk, los asseblief hulle name in die comments, stuur my 'n boodskap op Facebook of stuur my 'n e-pos na christine@rebekain.com.na. Ja, das brauchen wir Ihnen nicht jede Woche bringen, aber so hin und wieder, finde ich, ist das ganz interessant, was Sie so haben. Das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr ausgerichtet für unsere hiesigen Leute und ich hoffe, das bringt Ihnen so ein bisschen diese ganze Sache wieder näher, wie gut wir es hier haben einerseits, aber dass da draußen eine große Welt ist, die auch ein bisschen anders aussieht, als wie wir es hier kennen. Ja, und damit verbleibe ich für diese Woche. Ich hoffe, das hat ein wenig Spaß gemacht und sehe Sie dann wieder in 7 Tagen wieder an gleicher Stelle. Bis dahin hoffe ich, Sie haben ein schönes Wochenende, eine gute Woche vor sich und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. I will ride for you, baby, even die for you. When I'm loving you, but my heart don't stop me.